Feinstaub und Stickoxide werden aktuell wieder vermehrt zum Thema. Nicht zuletzt durch die drohenden Klagen durch die EU-Kommission. Auch Münster überschritt in der Vergangenheit häufig die für die Europäische Union festgelegten Grenzwerte. In Sachen Feinstaub zieht sich die Stadt auf einem guten Weg. So wurden im März diesen Jahres die Grenzwerte bereits im gesamten Stadtgebiet nicht mehr überschritten. Kritik kommt dennoch von Seiten der Deutschen Umwelthilfe, besonders was die Stickstoffkonzentration an allen drei Messorten angeht. Diese unterschreiten zwar knapp die EU-Grenzwerte, seien aber nach Auffassung der DUH immer noch zu hoch. Davon betroffen seien vor allem die Standorte Weselerstraße sowie Bild.